wieder, du bist einer von drei Deutschen, die bei der Global Poker League gedraftet worden ist. Was glaubst du denn? Wird die Global Poker League ein Flop oder eine Revolution? Ich meine, ich wäre nicht dabei, wenn ich glauben würde, dass es ein Flop werden wird. Aber ich glaube, es wird ein Minimum solides Projekt und hoffentlich der nächste große Boom. Was heißt Minimum solide? Ja, ich meine, keine Ahnung, es kann natürlich passieren, dass es einfach, wenn die erste Season zum Beispiel jetzt nicht so gut anläuft und einfach, ich meine, gerade so das Final oder das Semifinal, so, das ist, da habe ich auch keine wirkliche Vorstellung davon, wie das abläuft. Gerade auch, wo das ist, wie viele Leute kommen, wie das aufgebaut wird und so weiter. Solche Sachen, das liegt nicht in meiner Macht. Und da hat, glaube ich, auch, da macht die Leute, die das organisieren, glaube ich, noch einfach nur Vorstellungen und keine Umsetzungen bisher. Und das entscheidet, glaube ich, über den Erfolg des Projekts. Was denkst du denn, was ist das stärkste Team jetzt von den 12 Teams? Natürlich mein eigenes Team. Aber ich glaube, es gibt gute Konkurrenten. London zum Beispiel, glaube ich, ist ein gutes Team, aber wir sind ja jetzt eh aufgeteilt in Eurasia und den amerikanischen Teil. Und von den Teams finde ich, glaube ich, das kanadische Team, Montreal, am zweitbesten. Und dann mal gucken. Was glaubst du, ist das schwächste Team? Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube zum Beispiel, dass das Hongkong Dragons, glaube ich, Team, dass das wahrscheinlich es am schwierigsten hat. Aber falls sie es schaffen sollten, in ein Final zu kommen, kann es schon auch sein, dass sie gute Fanbase hinter sich aufbauen als rein asiatisches Team. Es gibt jetzt so Kritikpunkte an der Global Poker League, dass es irgendwie komisch ist, dass vor allem die Teams vor allem aus Legionären bestehen. Also bei den Berlin Bears zum Beispiel spielt nur Dominik Nitsche jetzt als Deutscher. Wie siehst du das? Glaubst du, das kann ein Problem sein, dass sich dann kein echter Fankult entwickeln kann? Ich sehe das komplett anders. Das ist auch der Grund, warum ich die Liga unterstütze. Ich glaube, dass da ganz viele Leute einfach so einen Wunschgedanken haben, der einfach nicht, weiß ich nicht, so nicht umsetzbar ist und auch einfach viele Leute das nicht verstehen, wie die Sachen halt wirklich, wirklich ablaufen in solchen Dingen. Das sind halt einfach, man muss halt auch da sein, man muss sich halt kümmern, man muss halt die Zeit investieren und da scheitert es ja schon bei den meisten Leuten. Und deswegen ist das, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass die Leute Lust darauf haben, dass das so ein bisschen ausgesucht ist und sich das dann in eine Liga entwickeln kann, die vielleicht dann mal so wird, dass Leute halt dass man halt eine größere Masse anspricht. Und ich glaube, jetzt ist es gerade einfach wichtig, dass da alle Lust drauf haben und alle, dass quasi nur Leute dabei sind, die auch dementsprechend genug Zeit investieren, aber auch wissen, was sie machen. So, Und du glaubst, es hätte nicht genug Deutsche gegeben, die Anforderungen erfüllt hätten? Wenn man das so macht, dass man sagt, dass man nur Leute aus quasi einer Region nimmt, dann ist es einfach nicht, weiß ich nicht, dann wird das nichts. Also so, ich kann zum Beispiel für mich persönlich sprechen, dass ich sagen muss, dass ich mich mit einem deutschen Team nicht sage jetzt, dass das mir 10-mal besser gefallen hätte als da, wo ich jetzt bin, einfach weil Poker ein internationaler Sport ist, weil das nichts Regionales ist oder kein Teamsport ist, sage ich mal so. Und da geht es mir auch nicht darum, dass ich mich irgendwie mit meiner Stadt oder meinem Land identifizieren kann, sondern mit meinem Team. Und das ist in anderen E-Sports genauso. Da sind Teams, da sind zwar ein paar Teams dabei, die dann, was weiß ich, nur Schweden, nur Frankreich und so weiter, aber weil das Teamgames sind. Und in anderen Sportarten zum Beispiel ist es, also E-Sports, ist es einfach so, dass die Leute völlig durchgemischt sind. Da spielen Asiaten mit Amerikanern und Europäern und warum sollte das nicht funktionieren? Vielleicht, weil die Teams nach Städten benannt sind. Also ich denke, dass das Problem vielleicht sein könnte, wenn man dann automatisch eben diesen Nationalcharakter irgendwie erwartet. Das kann natürlich, also ich meine, klar, das ist, aber das ist ja auch. Es wurde ja auch quasi als, sag ich mal, als Denkanstoß wurde es ja schon auch gegeben, Leute zu wählen aus der jeweiligen Region oder halt aus dem Land oder wie auch immer. Es ist aber halt einfach schwierig, weil man nicht, jetzt sag mal, vier Leute aus Berlin zum Beispiel wählen kann, die halt dementsprechend das auch so repräsentieren, wie man sich das vorstellt oder wünscht. Also ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe mit Berlin einfach wenig zu tun. So. Und jetzt für Deutschland, okay, ich weiß nicht, ob das so repräsentativ ist,
Wenn es ein Nationalteam ist zum Beispiel, finde ich es wieder was ganz anderes. Dann finde ich, würde es gar nicht passen. Aber so, ich weiß nicht, ich fand die Idee gut, ich finde die Logos gut, ich finde die Namen gut. Mir gefällt da ziemlich viel dran, muss ich sagen. Fido, was erwartest denn du dir von der Global Poker League? Ich wünsche mir einfach, Spaß zu haben. So, also ich glaube zum Beispiel, die Idee, was zu kreieren, wo am Ende einfach viele Leute zusammenkommen, die alle das gleiche Interesse haben, alle Poker mögen und das versuchen irgendwie voranzubringen und diese Passion mit anderen Leuten zu teilen. So, das ist für mich, was im Mittelpunkt steht. Und so der Gedanke am Ende da so eine Trophäe in die Luft zu stemmen, der ist schon auch irgendwie der antreibt. Trainierst du gerade Poker im Stehen? Nein, noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie das so. Das sind einfach so. Es ist irgendwie eine interessante Challenge. Es ist das Grundgerüst ist das gleiche, aber es werden viele unterschiedliche Sachen ausprobiert und ich mag neuen Input und deswegen gucke ich mir das sehr gerne mal an. Glaubst du, es wird schwierig sein, diese große Umstellung im Stehen zu pokern? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Ich denke, die werden da schon uns nicht zu überstrapazieren. Also mit Tails und so ist das ganz anders, oder? Das plötzlich sind die Beine im Spiel, das ist der ganze Körper irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube wirklich, die Grundstimmung wird da schon eher Spaß sein und dann halt in den, sag ich mal, engeren Momenten oder dann, wenn es ein bisschen um was geht, so, dann wird es competitive sein. Aber ich glaube, die Grundstimmung wird da schon eher so sein, dass alle Leute da ordentlich Spaß bei haben, glaube ich. Wie trainierst du denn generell Poker? Trainieren? Ich meine, momentan habe ich, in letzter Zeit habe ich viel gespielt. Es ist um einiges weniger spektakulär, als man sich das vorstellt. Ich bin halt eben zu Hause in meinem Computer, rede mit anderen Leuten. Nimmst du Coachings? Ich nehme keine Coachings, nein, ich gebe Coachings. Dadurch lerne ich auch relativ viel. Einfach dadurch, dass man gezwungen ist, seinen eigenen Gedankengang wiederzugeben, lernt man sehr, sehr viel über sich selbst. Wir haben dich bei der WSOP Europe beobachtet und ich glaube, du hast da meditiert. Kann das sein? Nicht ganz, aber es ist auf der Grundlage. Also ich mache seit jetzt knapp einem Jahr Meditation. Momentan leider deutlich weniger, wollte ich jetzt auch wieder mit anfangen. Also heute stand es auf dem Plan. Und da habe ich habe so eine MP3, die geht, ich glaube, 12 bis 15 Minuten oder so. Und es einfach sehr, hilft mir sehr viel, andere Sachen auszublenden. Einfach an alles, was man so denkt, was gerade nicht damit zu tun hat. Und insbesondere also es ist sehr, sehr anstrengend. Also ich sag mal, man verbraucht viel mehr Energie danach, weil man sich halt wirklich nur auf das Spiel fokussiert. Und ich merke halt, wie alle Entscheidungen da drin viel bewusster werden. Also wie ich mich bewege oder wo ich hingucke, was ich mache und so weiter. Und wie man andere Leute wahrnimmt. Dementsprechend, das jetzt jeden Tag zu machen, kostet einfach zu viel Energie. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Vegas spiele, so, dann bin ich eher low energy, wenn ich am Anfang spiele und dann halt umso wichtiger es wird, umso mehr fokussiere ich mich. Einfach, weil es sonst über 6 Wochen nicht auszuhalten ist. Und ja, das ist quasi, geht darum, sich zu entspannen, baut sich so auf, dass man halt einfach sein Bestes gibt, sozusagen, ja. Und hat das das Spiel verändert, seitdem du das machst? Auf jeden Fall, ja. Also ich merke, ich kann nicht unbedingt sagen, ob ich viel besser spiele, aber ich kann sagen, dass ich mich da besser dabei fühle. Und das ist für mich alleine auch schon ein großer Fortschritt. Nimmst du das insgesamt wahr, dass sich die Szene noch mehr professionalisiert? Also neben dir am Finaltisch war es zum Beispiel Andrew Lichtenberger, der seinen eigenen Guru dabei gehabt hat, der seine eigenen Säfte trinkt und wo das wirklich ins ganz arge Mentale geht. Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass es die Leute sind, die sich eben oben festsetzen. Also es ist nicht ohne Grund, dass wenn ich in Bahamas zum Beispiel einen Super High-Roller spiele, sehe ich am Morgen um 10.30 Uhr halt die von den 50 Leuten, die da spielen, 20 im Gym so, und sonst niemand. Also es ist schon sehr, sticht schon sehr hervor, wenn man da ein bisschen mehr darauf achtet, dass die Leute sehr, sehr bewusst sind außerhalb des nur Kartenspielens auch einfach in allen Bereichen professionell zu sein. Glaubst du, dass es das braucht, um langfristig erfolgreich zu sein? In allen Bereichen, ja. Nicht nur im Pokern. Ich glaube, das sieht man bei allen Leuten, die erfolgreich sind, dass sie halt eben
das große Bild sehen, dass halt zu erfolgreich im Business zu sein auch einfach gehört, in vielen Bereichen herausragend zu sein. Ist Poker für dich eine Art Business? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist zum Beispiel meine Stärke, dass ich versuche, einfach so viele Sachen zu sehen, wie es nur geht, sehr kritisch mit mir bin. Und wenn ich Schwächen habe, das auch einfach reflektiere, mir eingestehe und dann versuche, daran zu arbeiten. Aber es ist auch sehr interessant zu sehen, wie es zum Beispiel viele Leute gibt, die in einzelnen Bereichen besser sind als ich. Aber halt sich versuchen, darauf zu fokussieren und in einer Sache, wo sie sowieso schon sehr gut sind, noch besser zu werden, anstatt vielleicht die Sachen, wo sie ganz starke Defizite haben, daran zu arbeiten. Ist auch sehr interessant. Ich würde sagen, gerade so die Leute, mit denen ich dir jetzt am nächsten mir stehen, sind alle deutlich besser in einem bestimmten Bereich als ich. Und ich bringe das so ein bisschen in Austausch und Kommunikation auch. Also einfach bringe die Leute auch in gewisser Weise ein bisschen zusammen. Und ich glaube, da sind wir alle relativ happy darüber, dass wir halt alle irgendwie voneinander lernen können. Ja. Wäre es für dich mit deinem IQ, mit deinem Wissen, deinem Geist nicht einfacher gewesen, irgendwo anders erfolgreich zu sein? Vielleicht mit weniger Varianz? weniger Varianz. Ich glaube zum Beispiel, dass das erstmal kein